Willkommen zu einer neuen Folge Roblox, hier zusammen mit Ronja in Brookhaven. Hi Ronja, was geht ab? Leute, hello. Heute sind wir hier Feen und ich würde sagen, wir ziehen uns jetzt erstmal unser Fee-Outfit an. Und zack! Ohlala, das sieht doch schon mal ganz nice aus hier. Und wir gehen mal zusammen hoch, beziehungsweise fliegen natürlich zusammen hoch mit unseren wunderschönen Fliegeln in unser kleines Feehaus. Ja, wie ihr wisst, Feen wohnen in Bäumen. Das heißt, wir können hier jetzt einmal in unser eigenes wunderschönes Baumhaus rein. Und das Hausdesign würde ich dann auch gleich mal switchen. So, zack, zu rosa. Hier haben wir unser Sofa. Hier können wir uns ausruhen. Da gucken wir natürlich den Brookhaven TV-Kanal, ja, den Fernsehsender. Und dann geht es hier nach oben in die zweite Etage unseres kleinen Feenhauses. Aber ich würde sagen, wir kommen schon relativ spät zur Schule. Es ist nämlich schon 2 Uhr nachmittags. Das heißt, wir sollten uns beeilen und nehmen uns einen Apfel. Denn wie ihr wisst, essen Feen natürlich nur Obst und Gemüse. Immer nur schön gesund. Zack, fliegen runter, setzen uns auf unser Feemobil. Und dann geht es los zur Schule. Yeah, ich habe ein nices Feemobil hier. Und zack, einmal richtig gut geparkt. Und dann würde ich sagen, let's go. Der Apfel, der war wirklich sehr, sehr wer lecker. Wer denkst du eigentlich, wer du bist, dass du jetzt erst in die Schule kommst? Was? Entschuldigen Sie, Frau Lehrerin, ich, warum? Wo ist das Problem? Wir es ist 2:30. Wir Feen, wir haben einfach keinen Sinn für Pünktlichkeit. Okay, Oberfee, was haben wir heute für Unterricht? Was lernen wir heute? Okay, weil unsere Hauptmission als Fee ist, nützlich zu sein und den Menschen zu helfen, haben wir heute als Mission, dass wir herausfinden... Nein. Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich müsste Mathe machen. Was das Problem ist, die Menschen, die haben manchmal Probleme. Ach, komm mal erstmal mit dem Klassenzimmer, dann kann ich dir das besser erklären. Okay, hier ist Englischunterricht. Okay. Keine Hausaufgaben. Ja, so stelle ich mir die Feenschule vor hier. Okay. Das ist nicht ganz richtig. Wie, das ist nicht richtig? Was soll das heißen? Hausaufgaben. Ausrufezeichen. Nein. No. Bitte nicht. Wieso? Was kriege ich zur Hausaufgabe? Ein Apfel essen. Wir müssen bestimmt 5 Sachen finden, die wir hier irgendwo in der Schule finden, wie wir Leuten helfen können, während sie das vielleicht selber nicht sehen. Weil Menschen sind dumm, ja, die finden ihre Probleme nicht und dann am Ende ist es zu spät und wir Feen müssen uns wieder um alles kümmern. Das heißt, ich soll Leuten helfen? 5-mal? Wir sollen Leuten helfen, genau. Kann ich anfangen? Alles klar. Ja, danke schön. Irgendwelche besonderen Wünsche ist mir egal. Ciao. Okay, wir müssen Leuten helfen. Das wird spannend. Jetzt müssen wir erstmal Schüler finden, oder? Ist hier irgendwo jemand in der Schule? Studienzimmer, hier ist die Toilette. Hallo, jemand auf dem Mädchenklo, den ich helfen kann? Braucht jemand Hilfe beim auf Toilette gehen? Vielleicht auf dem Jungsklo? Braucht hier irgendjemand Unterstützung von einer kleinen Fee? Ich kann euch den Hintern abwischen. Hier ist der, genau, hier ist die Aula. Oh, warte, da unten tanzt jemand. Ich kann dir helfen, ich kann dir zeigen, wie man richtig tanzt, okay? Also erstmal musst du dich auf die Bühne stellen, okay? Dann wirst du nämlich viel besser beleuchtet. Und dann geht's los. Oh, nice. Und 2. Und 3. Und Backflip. Und Dance. Yeah. Woohoo. Nice. Okay, Frau Lehrerin, ich habe der ersten Person gezeigt, wie man tanzt. Habe ich das gut gemacht? Oh, wo ist sie denn? Ist sie nicht mehr da? Da ist die nächste Person. Warte. Brauchst du Hilfe? Brauche ich Hilfe? Do you need help? Ja. Ja, wirklich? Ja, klar. Okay, ja. Wie kann ich dir helfen? Ich hätte gern einen Laptop. Und ich habe kein Geld. Ein Laptop? Oh, ich habe aber auch keinen. Warte, lass mich mal kurz hier an meinen Spind gehen. So, ich hole mal kurz meinen Laptop raus. Da ist er doch auch schon. Hier, nagelneues Ding hier. Von mir aus nimm's halt. So, ja. Bitteschön. Ja, gerne schön. Kein Problem. Hat nur ein paar tausend Euro gekostet. Das würde ich bestimmt glücklich machen. Warte, hier ist ein neues Mädchen, dem ich helfen muss. Ah, nee, das war der ich Tanz beigebracht habe. Der habe ich schon geholfen. Da habe ich schon genug geholfen. Okay, jetzt müssen wir noch 3 weiteren Leuten helfen. Ich glaube, wir Feen haben uns jetzt auch langsam eine kleine Pause hier verdient. Ich würde sagen, wir schlecken jetzt erstmal hier genüsslich ein Eis. Ich habe mir natürlich auch noch einen Donut geholt und... Oh, hier ist wieder jemand. Hallo. Hi. Hi. Na, wie geht's dir? Du, ich habe Hausaufgaben. Ich soll irgendwie Leuten helfen. Kann ich irgendwas für dich tun oder so? Oh mein Gott, so schön, dass du fragst. Ich habe Hunger. Ich habe... Oh mein Gott, ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Okay. Kannst du mir essen... irgendwie herzaubern? Essen? Oder nee, tut mir leid, ich habe leider kein Essen für dich. Ich bin gerade hier selber am,
Am hey. Steak. Ich weiß ja nicht, was du magst, weißt du? Also okay, ich das. Worauf ich seit Tagen Hunger habe, ist eine schöne Pizza. So eine schöne, so große eine Pizza? Pizza. Einfach so ein schönes Stück. Ja, genau. Oh, so dann nimm halt meine Pizza. Oh. Bitteschön. Dankeschön. Schmeckt sie dir? Oh, warte, du hast ein Eis da? Ja, nee, ich hab ein Eis. Ich möchte es ändern. Ich möchte doch ein Eis. Nein, das ist mein Eis. Aber du hast doch gesagt, du willst Leuten helfen. Was mir wirklich helfen würde, wäre eine große, große Tüte Eis jetzt. Ach, von mir aus, dann nimm hier mein Eis. Bitteschön, ja? Oh, danke. Oh, bleibt mir überhaupt noch was übrig? Wenigstens habe ich noch meinen Donut. Stop. Ein Donut? Was? Wieso Nein, bitte nicht auch noch mein Donut. Okay, ich kann nicht anders. Donut. Dann nimm ihn halt. Oh. Das ist ja echt schrecklich. Weißt du was? Ich gehe jetzt schnellstmöglich weg. Schlimmster Tag aller Zeiten. Ich gehe jetzt schnellstmöglich weg, dass du mir nicht auch noch meine Haare vom Kopf frisst. Ah ne, da ist der Ausgang. Hier geht's raus. Ich bin fertig. Schule ist vorbei. Es ist 9 Uhr abends. So, zack. Ich muss kein Schüler mehr sein. Die Hausaufgaben, die kann ich doch auch bis morgen erledigen. Die muss ich doch nicht unbedingt in der Schule machen. Das sind ja Hausaufgaben, ja? Hallo? Hi. Warte. Hi, wer bist du denn? Du warst doch gar nicht in der Schule, oder? Doch, ganz ehrlich, ich verstecke mich manchmal auf dem Klo, weil die Lehrerin uns so viele Hausaufgaben aufgibt. Aber ich habe auf dem Klo geguckt, da warst du nicht. Ich war in der Kabine drin. Da habe ich auch geguckt. Du warst in der Toilette drin. Auf dem Jungsklo habe ich auch geguckt. Wirklich? Was erzählst du denn hier? Sag mal. Kann ich dir vielleicht irgendwie helfen? Das Ding ist, ich muss Leuten Wünsche erfüllen. Das hat die Lehrerin mir als Hausaufgabe ausgegeben. Oh, ja, das wäre super. Ich wollte gerade nach Hause fahren hier. Gar keine Lust hier nach Hause zu laufen. Kannst du mir ein Pferd oder so besorgen? Ein Pferd willst du haben? Ja, dann kann ich da drauf nach Hause reiten. Oh, voll cool. Das ist ja viel besser als ein Fehmobil. Leute, wieso haben wir denn daran nicht gedacht? Zack! Oh, danke schön. Bitteschön, kein Problem. So, Leute, wir holen uns jetzt erstmal hier. Ich kann nicht den ganzen Tag anderen Leuten Wünsche erfüllen. Ich will mir erstmal selber was wünschen, okay? Ich wünsche mir ein Eis! Oh, lecker! Endlich habe ich es. Mein leckeres Schokoladen-Erdbeereis. Schmeckt das gut. Hi. Musst du noch Leute Wünsche erfüllen? Hey, du bist das Mädchen von vorhin, oder? Ja, ich bin noch dabei. Einen Wunsch muss ich noch erfüllen. Oh, wieso? Oh mein Gott. Oh, das Eis sieht fantastisch aus. Nein, das habe ich mir doch gerade erst für mich geholt. Oh, bitte, bitte, bitte. Oh, nein, nein, nein. Nimm's. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Schön. Kann man als Fee auch mal irgendetwas für sich selber machen? Das war's mit unserer Folge von Roblox Spielen als Feen. Oh mein Gott, wie scary ist denn dieser Hund hier? Ronja, oh Gott, du warst eine wunderbare Lehrerin. Ich habe viel gelernt heute übers Fee sein. Und zwar, dass ich keine Fee mehr sein möchte. Leute, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schaut bei Ronja vorbei. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euch allen noch einen wunderschönen Tag. Und hasta la pasta.